Jaha, nein, verdammt, das ist die Toilette. Das war hier, hinter der Kneipe war das. Birthday Toilet. Ach, das ist ja gar nicht die Kneipe. So. Dann müssen wir da Da rein. kann man sich schon verlaufen. Da geht's jetzt hoch. B-Man. B-Man. Aha, da sind wir wieder. Mal gucken, was der Automat so ausspuckt. Hier, benutze Münze mit der Münzschlitz. Klonk. Die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Aber wir haben noch einen Becher. Wir haben noch einen. Jetzt haben wir aber das Geld, ne? Genau. Ich glaube, wir müssen. Können wir den nochmal benutzen einfach jetzt, oder? Hä? Ich brauche eine Münze. Oh! Können wir nicht einfach direkt mehrere Geldstücke mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich Die weiß nicht. wollten nämlich auch noch, die Entwickler wollten gerne, dass man möglichst viel Geld in Let's Plays verdienen kann. Und deshalb haben sie das so gemacht, dass man Ja, möglichst viel Zeit damit verbringt. darum sind die Wege auch so lang. Das war übrigens auch der Sinn hinter dem Spiel sein, die Source war 3D. Oh Mann. Ja, ich habe es einmal gesehen und Scheinbar hat jemand in meiner seitdem Abwesenheit brauche versucht ich zu telefonieren. eine Brille. So ein Nicht, dass ich Ich eine brauchte hätte. eine Therapie. Wechselgeld. Hier eine Therapie. Geh, Edna. Eigentlich ist ja die Software ganz gut. Ja, auch der dritte Teil. Ja, vom Humor her ist der super, aber von allem anderen her eher semi-gut. Geil. Ja, genau. So, jetzt hier. Der Becher steht noch drin, ne? Jetzt benutzen wir hier Münze mit Münzschlitz. Nicht mit Geh zu, du Hund! It's Schlaf! Kaffee. Was können wir jetzt mit dem Kaffee machen? Trinken? Der Kaffee. Versteht ihr denn nicht? Der Kaffee. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass wenn wir den jetzt einfach trinken, dass wir dann wieder alles zusammenlaufen müssen. Zusammenlaufen, zusammensuchen müssen. Versteht ihr denn nicht der Kaffee? Wir können ja mal einen Fußnagel da Prima, reinfangen. hier drin könnte ich meine Fußnägel sammeln. Nicht du. Funktioniert. Ist denn irgendjemand müde? Der Droggelbecher. Ich glaube nicht, dass er müde ist. Er Okay. ist einfach nur Droggelbecher. Vielleicht müssen wir dem Typen, der sowieso schon Kirre ist, von dem Typen, der ihn anschreit, Kaffee geben, damit er explodiert. Versuchen Nein, falsche Richtung! Oh. Dumme, dumme Edna. Nee, das ist nicht etwas schuld. Nein? Schau sie dir doch an mit ihrem Hasen. Ist dir übrigens aufgefallen, dass ich hier zwei Adventure-Let's Plays gemacht habe und zufällig haben beide Hasen drin. Ja. Unglaublich, Was oder? sagt das wohl aus über dich? Give him the coffee! Mach an. Der Kollege kriegt keine Waffe. Vielleicht will er anhören. Nein, das will ich nicht. Warum nicht? Ah, probieren wir es aus. Der säuft ihn jetzt weg und dann schreit er. Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Ich gebe meinen immer an den Zappelphilipp da hinten in der Ecke. Ich dachte, davor darf man vielleicht mal ein wenig ruhiger werden. Aber er wehrt sich und findet sich. Und schließlich muss ich ihm den ganzen Dreck mit Gewalt einflößen. Slippers nicht! Mach das Maul auf, du dreckiger Süßwasserplattfisch! Nice. Ah, ja. Da ist übrigens ein Plakat, das wir noch gar nicht geachtet haben. Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Aha, das ist ein Grund, warum wir noch einen Löffel brauchen. Da wäre einer rumliegt dann. Ja, was Besseres. Rückenlöffel. Was ist denn mit dem Sofa? Waren wir schon auf dem Sofa? Ne. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Da auch. Können wir hier,
Die Schere auch drauf benutzen. Aha, toll. Jetzt guckt das Sofa von dir aus auch nicht mehr. Ja, gib mal Drogelbecher und Kaffee. Drogelbecher. Ah, der Becher für den Drogelbecher. Ja, ist doch ich habe dir einen Kaffee gebracht. Drogelbecher. Dann nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Kaffeebecher. Im Ahnung, Mann. Hast du Durst? Nein, danke. Ich nehme tagsüber keine Flüssigkeit mehr zu mir. Verstehe. Du sammelst Feuchtigkeit, indem du nachts den Ort ansammelst. Stimmt's? Nein, wie soll das gehen? Ich trinke nur nichts, weil mein Anzug keinen Hosenschlitz hat. Ja, da hat was gefehlt. Oh. Benutze Lampe. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss in der Grafikkarte liegen. Luftig, lustig. Chips für Drogelbecher. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Tüte Kartoffelchips. Drogelbecher? Nein, Cheese and Onion. Drogelbecher. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Drogelbecher-Geschmack. Vielleicht Dip für Drogelbecher. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Schüssel mit Bohnendip. Drobbelbecher. Ja, das geht mir genauso mit Bohnen. Drobbelbecher. Verstehe. Aber ich könnte ja so lange aufpassen. Drobbelbecher. Dann nicht. Drobbelbecher. Wow, er lässt sich einfach nicht überlisten. Kann ich da reintunken? Nein. Aber warum nicht? Zu naheliegend. Hier. Da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, wir haben einen Polizeiausweis in den Cornflakes. Nein, ich will doch die mit dem... Ach. Lecker. Toll. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Wir haben einen Drogelbecher, den Polizeiausweis zeigt. Das nicht. Halt! Sonderkommissariat des paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Ätna. Wachtelmeister? Natürlich kann ich mich ausweisen. Ja. Und James Bond war Ornithologe. Kann ich dann jetzt zum König? Der von dem. Cool. Der. Ich meine, danke. Autor. Den Namen. Aha, wir sind drin. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft. Meine Wachen zu überwinden. Das ist auch realistisch. Der arme, no. Getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber... Was? Oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, ist das eine Nase bei Edna? Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss. Oder ist es aber auch? Meinen Thron. Und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich will deinen blöden Thron nicht. Thron? Thron. Ah, oh Mann. Ja, Thron. Ich will deinen blöden Thron nicht. Eine goldene Medaille, echtes Gold. Oder ich zieh da mal wieder von da. Eine goldene Medaille? Eine goldene Medaille? Ich will ja eigentlich den Hut-Topf. Aber sicher!
Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Seine Schuhe sind übrigens original Brad Pitt aus Troja. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ziemlich hässlich. Ich bin bereit. Oder? Wofür auch immer. Ja, mach mal. Ich hab keine Ahnung. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Fanfara. Fanfara da. Ein Zurück mehr. Jetzt geht es alles. Oder nicht. Das sind ja zwei Ausrufezeichen. Ja, voll. Und so. Oder Niederlage. Oder Niederlage. Oder Schande. Köderfisch. Oder Wurm. Gut, jetzt. Das ist aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Come on. Die Frage. Cool. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Wir können nichts von beiden wählen. Das ist aber nicht sehr Asterix-like. Kopf oder Zahl? Zopf. No, na klar. Zopf oder Karl? Wir sind spät. Ja, es ist wirklich schon spät, mein Gott. Zahl. Die Rechnung. Zahl. Kopf. Der cheatet doch. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Nein, nochmal. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Zahl. Kopf. Ja, aber scheiß doch. Du. Ein paar Schmufixter. Oder müssen wir Kopf wählen und dann gewinnen? Humpelsack. Lass uns nochmal Kopf wählen. Ja. Ich trau dem Spiel, das trau ich zu, dass es uns verarschen. So sei es. Ja, ja. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Zahl. Du Miese! Vielleicht klappt es ja beim nächsten. Ja, vielleicht müssen wir vorher noch irgendwas machen. Hast du genug? Ja, hier, ich zieh da mal wieder von dann. Ja. Du Bekloppi. Ich zieh dann mal wieder von dann. Cheerio. Ihr macht Werbung für Cheerios. Ah ne, Oreos heißt es. Verdammt. Ja, wir brauchen eine Münze, mit der wir ihn bescheißen können. Aber, in Anbetracht der Zeit... gut, dass ihr diese Geste gerade nicht gesehen habt. So, nein, nein. Alles normal hier. Alles normal. Normal. In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, dass wir hier eine kleine Aufnahmepause machen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Oder wir hören uns. Ja, oder wir hören uns. Wir beide sehen uns höchstwahrscheinlich, wenn wir uns auch hören. Are you sure, man? Es sei denn, du hackst mir jetzt mit der Hitler-Kralle in die Augen auf. It's not Hitler's claw. Kannst du mich bitte kratzen? No. Please. Stop. Stop it. Okay, ich hole mir jetzt meine Rückenkratzeinheit und möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf Wiedersehen. Dito, Grüße.